It's time to put the lives of your fans before your own financial gain. Willkommen zum Downfall der FIBO 2023. So zumindest glaubt man den Leuten auf Social Media. Benennen so viele Leute dieses Jahr die Fitnessmesse, die in Köln stattgefunden hat. Ich selbst war noch nie auf der FIBO, verbinde damit aber Top-Sportler, Bodybuilder, neueste Fitnessgeräte und Technologien rund um Sport, Kleidung, Apps und was es nicht alles gibt. Du kannst mir übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben, was du zur FIBO allgemein sagst, wie du sie dieses Jahr gefunden hast. Finde ich nämlich auch mal interessant, die Meinung von allen zu hören. Denn meistens ist es ja so, dass man immer sich nur über die negativen Dinge online beschwert, die positiven aber nicht erwähnt. Es gibt jetzt momentan allerdings auch immer mehr Stimmen auf TikTok, die sagen, die Messe war gar nicht so schlimm. Es war Halle 10, in der es anscheinend so abging. Ansonsten war die Messe eine super tolle Messe. Das gleiche Phänomen kennen wir auch von der Gamescom. Die FIBO war gut. Was dieses Jahr aber scheinbar vielen Leuten übel aufgestoßen ist, sind Sportler bzw. Fitness-Influencer, die vor Ort waren und die somit auch irgendwie das Gesicht der FIBO waren. Laut einigen Besuchern steht die Fitnessmesse scheinbar dieses Jahr vor allem für stark operierte Körper, die mit Sport so nie erreichbar sind, es aber den Zuschauern und Fans so verkauft wird. Denn sportlich sollen hier somit nur die Eingriffe am eigenen Körper gewesen sein. Ich muss auch hier nochmal betonen, es ist dein Körper, jeder kann mit seinem Körper machen, was er möchte. Wenn du dich zum Beispiel operieren lassen möchtest und du dich danach besser fühlst, dann ist das ja auch super. Aber, ich hab's gesagt, anderen Menschen einen Erfolg zu versprechen durch deine Produkte und dein Fitnessprogramm, den sie so nie erreichen werden, ist mehr als verwerflich. Deliver King, der für seinen Prachtkörper online gefeiert worden ist, den er natürlich ganz ohne Steroide erreicht hat, wurde jetzt auf 25 Millionen Dollar verklagt. Auch hier möchte ich nochmal sagen, gerade bezüglich der Bodybuilder-Szene. Ich glaube, wir sprechen hier alle dafür, dass diese Leute krass diszipliniert sind, sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbringen, hart trainieren, diszipliniert essen. Und das ist ja auch vollkommen fein. Auch hier, ähnlich wie mit Schönheitsoperationen, macht mit euren Körpern, was ihr wollt. Aber ab dem Punkt, wo ihr da draußen mit eurem Körper, den ihr als natürlich verkauft, Produkte verkauft und Geld verdient, in denen ihr falsche Hoffnung schürt, wird es problematisch. Doch kommen wir mal zum Punkt, um wen geht es hier eigentlich? Erst einmal für alle, die mich nicht kennen. Hallo, ich bin Jasmin und ich beschäftige mich auf diesem Kanal mit allen Themen, die mich so interessieren, auch sehr viel rund um die Schönheitsindustrie. Denn auch ich war früher in den Fängen von diesen gefangen. Absolut. Ich habe mir meine Lippen ganz schrecklich aufgespritzt. Ich hatte super viel Hyaluronsäure drin. Und man muss auch hier sagen, dass oft in dem Bereich der Schönheitsindustrie nicht immer ganz so ehrlich mit einem umgegangen wird. Da könnt ihr gerne mal diese Videos abchecken. Ich habe mir beispielsweise meine Lippen auflösen lassen. Es ist immer noch Hyaluronsäure drin. Das werde ich definitiv auch noch demnächst auflösen lassen. Und wenn es euch aufgefallen ist, meine Augenbrauen hatte ich damals ein Permanent-Make-up machen lassen. Das lasse ich entfernen. Dazu kommt noch ein Video, denn auch hier wurde mir versprochen, das löst sich nach 2 Jahren auf. Ja! Wichtig, bevor wir mit dem Video weiter vorfahren, ich möchte keine Beleidigungen in den Kommentaren lesen zu gewissen Personen. Wir leben momentan in einer unfassbar oberflächlichen Welt, die von einflussreichen Influencern leider sehr stark geprägt ist. Und ich glaube, einige von uns sind dadurch auch sehr stark beeinflusst worden. Inklusive ich damals auch. Das kann übrigens auch zu einer körperdysmorphen Störung führen. Bedeutet, wir können eigentlich nicht mehr unseren Körper richtig wahrnehmen, wie er ist, und wir sehen teilweise unnatürliche Körper schon als etwas Natürliches an. Ich stelle in diesem Video Vermutungen auf und ich möchte, wie gesagt, besagten Personen nicht absprechen, dass sie fleißig und hart trainieren und dass deswegen vielleicht gewisse Ergebnisse nochmal etwas auffälliger sind. Ich wurde durch mehrere TikToks darauf aufmerksam gemacht, dass es auf der FIBO sehr viele, vor allem weibliche, Fake-Fitness-Influencer gegeben haben soll. Soweit so gut. Kann ja jeder mit seinem Körper machen, was er möchte, dachte ich mir. Bis ich einen weiteren Punkt gehört habe, der mich hat aufhorchen lassen. Denn wenn man mit einem scheinbar offensichtlich gemachten Körper und wenig Sport für gesunde Ernährung und Bewegung steht, kann ich den Punkt doch irgendwie nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen, wie Leute Influencer buchen können, die dann als Idol dastehen, um Leute zu animieren, Sport zu machen, fit zu sein, einen gesunden Lifestyle zu haben. Und dann schaut ihr euch diese Menschen an und ihr denkt euch, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Die sind von A bis Z gemacht, BBL, aufgespritzte Hip-Dips. Und dann stehen die da und blöffen alle Leute an und tun so, als wäre das alles nur durch Sport so gekommen.
Ja, ist klar. Dreht sich um eine Fitness-Influencerin, die, glaube ich, sehr viele kennen. Und ganz, ganz viele Leute, vor allem halt junge Mädchen, haben dort gewartet, um mit ihr ein Bild zu machen und denken sich wahrscheinlich, oh mein Gott, wenn ich jetzt nur esse wie sie, mir ihre Shakes bestelle, mir ihre Pläne kaufe und damit trainiere, dann kann ich das auch schaffen, dann kriege ich das auch so hin. Und im Endeffekt war ich da, habe sie in Real Life gesehen und dachte mir nur so, wow, also die Frau ist wirklich von oben bis unten gemacht, was ja an sich kein Problem ist, jeder soll machen, was er möchte. Aber dann sag das doch bitte und gib nicht irgendwelchen Leuten das Gefühl, dass sie das ohne Training erzielen könnten, weil das nicht der Fall ist. Ich bin richtig enttäuscht, entsetzt von der FIBO 2023. Achtet ihr auch vielleicht mal drauf, dass diese Personen überhaupt was mit dem Sport zu tun haben? Viele Menschen, die gehen dahin, die sowieso schon mit sich zu knacken haben und alles ernst nehmen, was hier auf Social Media gesagt wird. Und dann gehen sie dahin und sehen dann diese komplett operierten Menschen und denken sich dann so an sich selbst, ich bin so hässlich, ich mache doch eigentlich alles, aber ich sehe nicht so aus. Das ist das Problem, diese falschen Werte, dieses Fake wird übermittelt. Das ist falsch, ey, das ist nicht richtig. Daraufhin habe ich mich natürlich gefragt, über wen wird hier denn eigentlich gesprochen? Und bin deswegen auf die Website von der FIBO gegangen und habe mir mal die Influencer so angeschaut. Vor allem mit Hauptaugenmerk auf die Influencerinnen. Und ich muss wirklich sagen, mir kam jetzt nur eine weibliche Influencerin sus vor. Auch als ich mir nochmal die Kommentare durchgelesen habe, bei denen sich Leute auf TikTok über dieses Phänomen beschwert haben, bin ich doch recht schnell auf einen Namen gestoßen. Die Rede ist von Lisa Del Piero. Ich habe sie gegoogelt und sie ist Fitness-Influencerin und für ihren Hintern bekannt. Dieser Satz. 2014 wirkte sie als Germany's Next Topmodel-Kandidatin mit. Da sah sie noch komplett anders aus. Das nenne ich mal eine krasse Transition. Ihr wurde übrigens immer schon nachgesagt, dass dieser Hintern nicht echt sein kann und dass sie mit ihren Workouts und Produkten einfach falsche Hoffnungen schürt oder falsche Ergebnisse verspricht, die man so nicht erreichen kann. In einem TikTok sagte sie einmal, sie hat sich die Hip-Dips auffüllen lassen. Ich finde das Video nicht mehr, nur wenn andere darauf reagieren. Ich glaube, gelesen zu haben, sie hat es gelöscht. Es gibt dazu aber auch ein Interview von ihr. Laut eigener Aussage habe sie lediglich die sogenannten Hip-Dips, also die Lücken an der Hüfte mit Oberschenkel-Innenfett auffüllen lassen, also eine Liposektion. Dabei habe sie auch ganz streng darauf geachtet, dass das Fett nur vorne gespritzt wird, da ihr Hinterteil schon im Training voluminös war, ist, wie sie schrieb. Ich finde es spannend, dass sie sagt, sie hat darauf geachtet. Wahrscheinlich meinte sie, sie hat es halt im Arzt deutlich und klar gemacht, nicht an meinen Hintern. Und auch hier wieder, Leute, ich streite nicht ab, dass sie sehr viel trainiert. Sie hebt sehr viel Gewicht und das macht natürlich dann auch einen großen Po. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu Aber, ich muss immer wieder das zitieren, was PewDiePie gesagt hat, denn er hat damals auch ein Video gemacht über die männliche Fitnessindustrie. Wenn es nicht natürlich aussieht, dann ist es das wahrscheinlich auch nicht. If it ain't looking natural, it ain't natural. And I don't even necessarily have a problem with it. It is the lack of transparency that I have an issue with. Especially when these Instagram influencers are selling their epic workout routines. Bro, just use my code and you can also look like me. Like, shut the fuck up. Auch verstehe ich hier natürlich den Frust von Sportlern, die nichts zu sich nehmen, die nichts an sich haben machen lassen, die auch versuchen, ihre Fitnessprogramme und ihre Fitnessprodukte zu bewerben, die für ein realistisches, natürliches Ergebnis stehen, die ihre Produkte wahrscheinlich dadurch schwieriger verkauft bekommen, da wir alle eine körperdysmorphe Störung haben und immer das Unnatürliche suchen und das normal finden. Und wenn dann eben jemand mir verspricht, mit meinem Fitnessprogramm kriegst du solche Ergebnisse, die bombastisch krass sind und die andere Person, die alles natürlich macht, auf natürlichen Wege trainiert, hat halt noch nicht so ein krasses Ergebnis. Wo geht man dann wohl hin? Ich finde hier nur wichtig, dass man das Ganze kommuniziert. Und auch hier lasse ich einfach mal wieder den Bodybuilder Noel Daisel für sich sprechen. I'm not a natural bodybuilder. And I have a major problem with other influencers that are not as transparent about it. Not only does it create false hope through naturally unattainable results, it discourages many people from changing their lives. It also risks people's health for their financial gain. These same influencers enrich their lives by promoting and selling you their diet and training plans. Genau dafür wird übrigens auch Lisa Del Piero kritisiert, wie wir hier sehen. Mir geht es eher darum, dass sie zum Beispiel auch mit Gymondo einen Workout rausgebracht hat für einen riesigen Booty. Erstmal muss man dazu sagen, dass sie in diesem Workout nur eigene Körpergewichtsübungen oder mit Resistance-Bändern macht. Das heißt, sie zeigt dort kein Krafttraining. Freunde, durch Workouts zu Hause kommt ihr nicht zu einer Figur, wie sie sie hat.
Aber natürlich kann sie das schlecht sagen, sonst würde sich ja kein Schwein das Programm kaufen. Um meinen Hintern ordentlich zu trainieren, muss man super viel Gewicht drauflegen. Ich mache das jetzt seit einem Jahr. Ich sehe Ergebnisse, aber es dauert und der Po-Muskel braucht einfach extrem lang, um zu wachsen. Das muss man hier auch einfach nochmal sagen. Für den Einstieg super wunderbar, so ein Workout zu Hause, weil warum nicht? Um ihn aufzubauen, muss man dann schon auch Gewichte drauflegen. Gerade Produkte wie diese, und das ist genau das, was ich meine, hier wird wirklich gezielt auf das eingegangen, was ja viele kritisieren, dass es unnatürlich ist, und daraus wird ein Produkt geschaffen, das dir dieses Ergebnis verspricht. Wir reden von Booty Pump Pre-Workout Booster bei Lisa Del Piero. Die Sache ist, ich habe immer, glaube ich, ein bisschen mehr Empathie mit Leuten, die zu solchen Dingen nichts sagen wollen. Wenn sie damit keine Produkte verkaufen und Leute verarschen, sondern einfach nur Dinge machen lassen und nichts dazu sagen wollen. Denn ich habe das früher auch gemacht. Und ich muss aus heutiger Position sagen, das war unfassbar cringe von mir, mit unfassbar aufgespritzten Lippen immer zu behaupten, das ist alles netty. Und du hast es einfach gesehen. Ich habe dann eigentlich auch ähnlich wie sie reagiert. Ich habe dann von dem eigentlichen Ding abgelenkt, habe gesagt, nö, also das ist alles netty, aber ich nehme Botox. Um den Leuten so ein bisschen was zu geben. Okay, sie Botox, das gibt sie zu krass, dann würde sie die Lippen ja auch zugeben. Nein. Bestimmt nicht. Ich meine, heutzutage sind ja Lippen aufspritzen gar nichts mehr. Damals war es schon so, okay, krass. Deswegen, ich habe das genauso gemacht. Aber ich habe es nicht in den Fokus meiner YouTube-Kanäle gestellt und ich habe kein Geld damit verdient. Das ist der Unterschied. Ich habe übrigens mal zu diesem Thema die Expertise eines langjährigen plastischen Chirurgens eingeholt. Der hat mir durch seine langjährige Erfahrung Begriffe und Eingriffe genannt, die ich selber noch nicht mal auf dem Schirm hatte. Und diese kommen dem Körper von Kim Kardashian und Lisa und vielen anderen schon sehr nahe. Also neben dem Brazilian Buttlift gibt es zum Beispiel noch Abdominal Etching. Dafür gibt es übrigens mehrere Begrifflichkeiten. Manche kennen es auch als eine Vaser-Liposuktion. Dort wird an gewissen Stellen Fett abgesaugt und diese werden dann in andere gewollte und gewünschte Zonen injiziert bzw. transplantiert. Außerdem wies er darauf hin, und das fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, dass er auch gerade bei Frauen ab einem gewissen Körperfettanteil es unfassbar schwer ist, ein Sixpack zu haben. Und ich kenne sehr viele Sportler und Sportlerinnen, die haben einen Sixpack, aber die haben auch einen gewissen Körperfettanteil oder sie trainieren ihren Bauch extrem und du siehst dann auch wirklich extrem ausgeprägte Bauchmuskeln. Und gerade bei diesem Abdominal Etching besteht die Möglichkeit, dass man sich leichte, beim Absaugen des Fettes, leichte Bauchmuskeln mit reinfräsen lassen kann. Das sieht dann so aus. Das ergibt auch Sinn, weil dadurch entstehen ja diese unrealistischen Körper. Jemand, der einen riesen Hintern hat, eine schmale Taille, einen Sixpack, riesen Oberweite, das ist ja nicht natürlich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ey, ganz ehrlich, Leute, als ich ein Sixpack hatte und ich habe dafür echt fleißig trainiert, da war hier oben nicht mehr viel da und da unten war auch nicht mehr viel da, weil das normal ist. Ich habe Fett verloren. Und ja, jeder Körper ist anders, aber hier möchte ich nochmal diese Body-Dysmorphe-Störung, die viele Leute haben, ansprechen. Auch ich tue mir damit schwer, unnatürliche Dinge zu erkennen, weil ich sie durch Social Media schon so kenne und jeden Tag sehe, dass ich oft denke, ja, das ist normal, das ist ein normaler Körper, das kann so sein. Wenn ich aber jetzt mal an die Zeit von vor 10 Jahren denke, da sahen die Leute noch nicht so aus. Und da bin ich draußen rumgelaufen, habe ich so Leute auch nicht gesehen. Wo kommen die her? Das liegt bestimmt alles an dem Body Booster. Jetzt hier mal ein paar Beispiele von Abdominal Etching, wo ihr die Körper seht. Das ist hier, wo man quasi diesen Sixpack auch einfräst. Ich habe das ganz oft auf Instagram gesehen, dass Frauen einen abgesaugten Bauch hat. Man sieht das auf manchen Bildern. Auf Social Media oft schwer zu erkennen, weil die wissen genau, was sie wie bearbeiten müssen, dass man es nicht mehr sieht. Auch bei dem Brazilian Buttlift hast du eigentlich Einstichlöcher. Natürlich werdet ihr da auf Social Media nichts finden, weil es wird davor weggefotoshoppt. Weswegen es ja oft auch so schwer ist, Fakes zu erkennen. Das macht es bei den Stars deutlich einfacher, weil da gibt es Paparazzi-Fotos, die einfach nicht gefotoshoppt werden können. Wir müssen ja auch nochmal hier sagen, jede Figur ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder hat einen anderen Körperbau. Wir vergessen aber trotzdem, wie gesagt, oft das Natürliche. Ich finde beispielsweise der Körper von Lisa, den habe ich
ich ganz oft gesehen bei Leuten, die auch gesagt haben, hey, ich hatte eine Abdominal Etching, ich hatte BBL. Aber wenn man hier mal die Bilder vergleicht mit Kim Kardashian, ihr, es ist einfach schon sehr nah daran. Es ist einfach diese Fettverteilung, die einfach nicht natürlich ist. Ich muss hier natürlich auch sagen, es gibt super viele andere Influencer und auch Prominente, die das genauso machen. Ich fand es beispielsweise auch von einer Katja Krasavitsch sehr cool, dass sie offen gesagt hat, ja, ich hatte einen Brazilian Buttlift und ich würde euch nicht empfehlen, es auch zu machen. Denn wie ich euch schon gesagt habe, auch wie bei Kim Kardashian, die jetzt beispielsweise mit dieser Wegovy-Fettwegspritze super viel abnimmt, die Leute haben es rausbekommen. Eure Zuschauer werden rausbekommen, was ihr gemacht habt und werden es nachmachen, ohne sich überhaupt den Risiken und Folgen bewusst zu sein, weil sie vielleicht noch sehr jung sind, sich damit nicht befassen. Deswegen ich immer sage, Aufklärung ist cool und wenn ihr über Eingriffe nicht reden wollt, dann stellt sie nicht so in den Fokus und verdient damit Geld, weil ab dem Punkt, finde ich, muss man drüber reden. Witzig finde ich übrigens, wenn man solche Dinge anspricht, dass einem oft Neid unterstellt wird. Das ist mir übrigens auch unter dem Post von Lisa Del Piero aufgefallen. Da haben sehr, sehr viele Frauen eben genau das kritisiert. Ich kenne mich nicht aus, aber ist so ein Event nicht für Sportler, wo alles echt ist? Von wegen alles echt. Guter Arzt. War teuer. Etwas weniger ist mehr. Wo hast du dein Brazilian Buttlift machen lassen? Ich denke tatsächlich, dass in den Kommentaren die meisten sich jetzt weniger über die Tatsache, dass da eventuell was gemacht worden ist, sich aufregen, sondern eher, dass man eben falsche Hoffnungen schürt. Und vor allem auch Produkte, Workouts, Ernährung und Co. rausbringt, die dieses Ergebnis ja irgendwo schon auch versprechen. Denn wenn ich mich so ernähre wie mein Fitnessvorbild und so viel Sport mache und Workouts und die Produkte benutze, dann kann ich auch so aussehen. Auch hier würde mich mal interessieren, wenn jetzt rauskommen würde, dass tatsächlich irgendwie chirurgisch nachgeholfen worden ist, ob es ähnlich ist wie bei Liver King, dass man sagen kann, hey, das ist irreführend, das ist falsch, nicht korrekt. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kenne mich da einfach zu wenig aus. Aber ich finde, es ist definitiv hier auch gleichzustellen mit dem Problem, das auch PewDiePie angestellt hat, mit dem Konsum von SARMs oder Steroiden, die aber nicht nach außen kommuniziert werden, du aber für diese Produkte wirbst und diese Ergebnisse versprichst. Ich verstehe auch, wenn man über gewisse Eingriffe, die man gemacht hat, einfach nicht sprechen möchte und sich auch einfach denkt, das geht keinem was an. Aber dann stelle ich besagte Körperteile nicht in den Vordergrund und mach ordentlich Cash damit. Zudem finde ich, wenn man eben als Person des öffentlichen Lebens eine riesen Reichweite hat oder eben sich entscheidet, einen Account zu führen, ist es auch nochmal was ganz anderes, wie wenn du dir als Privatperson was machen lässt. Wir müssen uns halt einfach immer wieder bewusst sein, wir haben eine Followerschaft, wir haben Verantwortung, auch gerade den Jüngeren gegenüber, dass diese natürlich uns nacheifern. Und deswegen finde ich auch bei dem Punkt Aufklärungsarbeit extrem wichtig, wie ich es vorhin schon gesagt habe, beispielsweise eine Katja Krasavitsch zu ihrem Brazilian Buttlift gemacht hat. Oder Kim Kardashian, die auf einmal einen riesen Hintern bekommen hat, dann nimmt sie wieder ab. Die spricht ja auch nie offen über die Dinge, die sie macht. Trotzdem gibt es unfassbar viele Leute, die diesen Körper haben möchten. Und im schlimmsten Fall geht es so aus, wie der Fall in Düsseldorf gezeigt hat. Ist dieses Schönheitsideal, das zwei Frauen in Düsseldorf ihr Leben gekostet hat, einen Po wie J.Lo, hat er ihnen versprochen, laut Anklage aber nicht genug für ihre Sicherheit getan. Ali Reza S. steht nun vor Gericht. Zweimal Körperverletzung mit Todesfolge. Eine dritte Patientin hat seine Behandlung nur knapp überlebt. Meine Empfehlung für diese ganzen Probleme sind einfach manchmal Social Media auszumachen, rauszugehen. Ich war letztens in London und da habe ich auch nochmal festgestellt, wo sind denn jetzt diese ganzen Menschen, die ich immer in Social Media sehe? Wo sind diese ganzen Körper? Ich habe sie nicht gefunden und ich habe unfassbar viele Menschen gesehen. Es war sehr voll. Und ich glaube, das ist wichtig, rauszugehen, echte Menschen anzuschauen, ein bisschen Abstand von diesen ganzen Social Media Zeug zu bekommen und vielleicht auch anstatt immer nur an den Körper zu denken, ans Aussehen zu denken, auch mal an die inneren Dinge zu denken. Die kann man auch trainieren. Hätte ich mir beispielsweise gewünscht, dass ich meine Zeit nicht mit diesem ganzen oberflächlichen Mist damals vergeudet hätte, sondern ein Instrument gelernt hätte oder eine Sprache oder vielleicht eine Kampfsportart. So viele Möglichkeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung da draußen. Wie gesagt, bitte, wir werden hier nicht beleidigend ausfallen. Alles wie immer sachlich, aber das brauche ich euch nicht sagen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos und wir sehen uns gleich unten in den Kommentaren.